Artikelnummer SCP-1814. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-1814 muss, abseits von Testszenarien, zu jeder Zeit in einer luftdichten, vakuumversiegelten Kiste aufbewahrt werden. Diese Kiste muss außerdem desoxygeniert sein. Der einzige Zugang zum Verwahrungsraum erfolgt durch eine Schleuse mit Doppeldichtung. Die Wände der Kiste müssen kontinuierlich mit der Unterstützung von Überwachungskameras auf das Auftreten von Brüchen, Rissen oder Splittern hin beobachtet werden. Sollte es zum Auftreten dieser Beschädigungen kommen, ist der komplette Raum sofort mit der Turbine, welche in die Decke über der Kiste eingelassen ist, zu evakuieren. D-Klasse-Mitarbeiter müssen mit feuerfesten Druckanzügen und Atemgeräten ausgestattet werden und dann im Anschluss die Kiste wieder reparieren. Personen, die an Atemwegserkrankungen leiden, dürfen nicht ohne die Erlaubnis eines Klasse 4 oder höheren Arztes den Verwahrungsraum von SCP-1814 betreten. Personen, die SCP-1814-2 in einer sauerstoffhaltigen Umgebung ausgesetzt sind, müssen sofort und unter Anwendung von Gewalt desoxygeniert werden, auch wenn dies zum Tod des Objektes führt. Als Vorsichtsmaßnahme müssen alle Personen, die die Kammer von SCP-1814 betreten, einer psychologischen Untersuchung unterzogen werden, um pyromanische Tendenzen rechtzeitig zu erkennen. Subjekte, bei denen diese auftreten, sind im Anschluss sofort zu terminieren. Beschreibung: SCP-1814 besteht aus zwei Teilen, die sich normalerweise berühren. Diese werden als SCP-1814-1 und SCP-1814-2 bezeichnet. Bei SCP-1814-1 handelt es sich um eine Art Sockel aus versteinertem Fichtenholz, welcher dreieckig geformt und etwa 7 cm hoch und 18,5 cm breit ist. Der Sockel besitzt 6 Füße, die sich jeweils an einer Ecke und in den Seiten mitten der Kanten befinden. Das Objekt ist mit kunstvollen Schnitzereien überzogen, die an die Kunst der chinesischen Dynastie erinnert. Die radiometrische Datierung hat jedoch festgestellt, dass das Objekt mindestens Jahre älter ist, als der Kunststil vermuten lassen würde. SCP-1814-1 scheint nicht von den Effekten von SCP-1814-2 betroffen zu sein. Das Objekt fühlt sich stets etwas warm an. Bei SCP-1814-2 handelt es sich, bei Abwesenheit von Sauerstoff, um eine komplexe und zufällige Anordnung von Bimssteinen, die einer brennenden Flamme ähnelt. In Gegenwart von Sauerstoff beginnt sich SCP-1814-2 zu bewegen und die Steine zu verschieben, laut zu knacken, zu zerbrechen und zu reformieren, bis sie einen Zustand intensiver molekularer Bewegung erreichen, genau wie eine tatsächliche Flamme. In diesem Zustand ist SCP-1814 spürbar heiß, diese Hitze lässt sich jedoch nicht unter Beobachtung des visuellen oder Infrarotspektrums beobachten. SCP-1814-2 breitet sich in dieser Form auf die gleiche Weise aus wie ein normales Feuer. Beim Verbrennen erzeugt SCP-1814-2 Geräusche, die einer Steinlawine oder einem Schleifstein ähneln. Der Klang wird umso tiefer, je größere Mengen von SCP-1814-2 erzeugt werden. Objekte, einschließlich Lebensformen, die SCP-1814-2 ausgesetzt sind, fangen schnell Stein und werden in Folge schnell von ihm bedeckt und verbraucht. Subjekte erleiden schwere Verbrennungen, die denen einer Flamme mit einer Temperatur von Grad Celsius entsprechen. Darüber hinaus kann der überschüssige Staub von SCP-1814-2 Asthmaanfälle bei Personen mit Atembeschwerden verursachen und anderweitig dazu führen, dass Fälle von SCP-1814-2 die Lungen der Probanden verbrennen und schließlich während dieses Vorgangs behält SCP-1814-2 die gleiche Masse, wie eine vergleichbare Menge Bimssteine erwarten lassen würde und wird allmählich schwerer. SCP-1814-2 weist ansonsten die normalen Eigenschaften von Bimssteinen auf. Durch die Geschwindigkeit, mit der sich SCP-1814-2 bewegt, schürft es zunächst die Haut der Subjekte wund und kratzt sich durch das Muskelgewebe bis auf die Knochen vor. Es kommt jedoch nur zu geringem Blutverlust, da die intensive Hitze die Wunden direkt kauterisiert. Die Probanden sterben schließlich an einer Kombination aus extremen Schmerzen, stumpfen Gewalttraumata, Erstickung und Exfoliation. Wird aller Sauerstoff aus der Umgebung entfernt oder verbraucht, erlöschen alle Instanzen von SCP-1814-2, welche nicht SCP-1814-1 berühren und bilden zunächst eine Art Glut, die dann zu gewöhnlichen Bimssteinstaub wird. Und dieser Staub ist nicht gefährlich und wird nicht wieder zu SCP-1814-2. Die Instanz, die SCP-1814-1 berührt, kehrt in ihren ursprünglichen Zustand und ihre ursprüngliche Form zurück. Zu diesem Zeitpunkt sind SCP-1814-1 und SCP-1814-2 nicht mehr voneinander trennbar, ohne sie zu beschädigen. Eine anschließende Oxygenierung und Desoxygenierung ist in der Lage, die Schäden an SCP-1814-2
nicht aber in SCP-1814 zu reparieren. SCP-1814 kann nicht unter Wasser gelagert werden. Da SCP-1814-2 aus Bimstein besteht, würde es nach oben steigen und den Verwahrungskasten Stein fangen lassen. Auch in einem nicht reaktiven Edelgas kann es nicht gelagert werden. Frühe Versuche hierzu führten zu einem verdächtigen neonartigen Glühen von SCP-1814-1. Anhang: SCP-1814 wurde am 2000 entdeckt, als eine archäologische Expedition in einen unerforschten Teil der Höhle in Russland auf versteinerte menschliche Überreste stieß. Die Skelette von etwa 3 Individuen einer bisher unbekannten hominiden Subspezies wurden mit Daten gelöscht, aber nur mit winzigen Mengen an Bimsteinstaub in den Wunden gefunden. Dies erschien den Archäologen seltsam, da Bimstein in dieser Region nicht vorkommt. Ihr Paper über die Entdeckung wurde von SCP-Agenten abgefangen, bevor es in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht werden konnte. Die Archäologen wurden in Verwahrung genommen und befragt und im Anschluss mit Klasse A-Amnestetika versorgt. Die Höhle wurde unter dem Vorwand von gefährlicher Strahlung verschlossen. Nach Aussage von Agenten scheint es, dass SCP-1814 vor tausenden von Jahren den gesamten Sauerstoff in der Höhle verbraucht hatte und sich dadurch selbst gelöscht hatte. Als die Höhle geöffnet wurde, begann es wieder zu brennen und sich schnell auszubreiten. SCP-1814-2 wurde mit einem Standardfeuerlöscher desoxygeniert und in einem provisorischen Vakuumtank zu Standort 19 gebracht.